Herzlich willkommen von mir. Füllt sich ja doch langsam hier im Komet. Schon mal ganz gut. Wie schon gerade gesagt, Möglichkeiten Überwachung im 10 Gigabit Datenverkehr. Wo geht es hin? Was kann man da machen im Grunde genommen? Was haben wir aktuell an Technik da? Ich habe auch was mitgebracht, so ein Schätzchen. Werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Grundsätzlich halt einmal kurz Grundlagen, 10 Gigabit. Was ist das überhaupt? Wie ist das aufgebaut? Kleine Abstecher in die Richtung, der wer noch nie was davon gehört hat. Dann die Einsatzzwecke. Wo brauche ich das überhaupt? Also diese Überwachung generell oder wo setze ich 10 Gigabit ein? Was kann ich filtern, was aktuell mit der Technik, die vorhanden ist, möglich ist? Welche Filter ich einsetzen kann, grundsätzlich gesehen? Dann habe ich ein paar Hersteller rausgepickt. Ja, gibt nicht viele in dem Bereich, die sowas schon anbieten, also Gerätschaften, die 10 Gigabit Datenverkehr filtern können. Ein paar Beispiele von Implementationen, die ja, ich persönlich kenne, wo wir auch entsprechend Anfragen, sonst wie auch immer, als gekriegt haben. Zahnspange? Vermisst jemand? Nein. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, wo es noch in den nächsten Jahren hingehen wird. Ich denke mal, wo vielleicht auch nochmal ein weiterer Vortrag zu kommen werden kann. Kurz über mich, es ist für mich irgendwie ungewohnt, im CCC-Umfeld einen Vortrag zu machen aus meinem Arbeitsumfeld. Ich wurde aber irgendwie darauf angesprochen im Club hier im Kölner, wo ich auch ursprünglich herkomme, und hieß es doch, sag mal, du machst ja was mit den Geräten, willst du auch bei der SIGINT mal einen Vortrag halten darüber? Okay. Etwas ungewöhnlich, wie gesagt, ich bin in der Firma Magellan Netzwerke GmbH angestellt, Techniker dort. Die Magellan ist eine Firma, die seit 92 existiert hier, und wir haben uns von Anfang an auf Monitoring auch konzentriert. Das ist eines unserer Hauptfelder, Monitoring, Netzwerkanalyse insbesondere. 92 war noch sowas wie, ich glaube, Novel hieß das. Heute schütteln sich alle davor. Generell ein Feld von uns, auch 10 Gigabit. Wir waren einer der ersten, die hier in Europa irgendwie 10 Gigabit Leitungen aufgebaut haben, die sie auch immer noch betreiben. Ich mache die Tür kurz zu. Besser. Wir sind ja auch im Bereich der Mobilfunkprovider unterwegs, Internetprovider, Finanzunternehmen und so weiter. Das sind die Firmen, die insbesondere auch Gerätschaften für 10 Gigabit einsetzen. So kleinere Unternehmen natürlich noch nicht, brauchen sie noch wirklich nicht. Das ist oversized, ganz ehrlich, ist auch noch viel zu teuer. Aber so für den Core-Bereich und so ist das schon was Ordentliches. Komme ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf zu. Jetzt. Generell Bereich Backbone, da findet man 10 Gigabit Leitungen. Es ist so die Vernetzung von verschiedenen Standorten. Hauptsächlich ja, als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufgebaut, dass man halt wirklich nur irgendwie hier einen Standort hat, dort einen Standort hat, teilweise etliche Entfernungen dazwischen, bis zu 80 Kilometer ist möglich, darüber zu fahren mit einer Leitung. Ganz oft sieht man auch einen Ringbetrieb. Wir selber haben vor 6, 7 Jahren mittlerweile den Ring zwischen Universitäten Essen-Duisburg aufgebaut. Das ist ja mittlerweile eine Uni, den wir auch betreiben, 10 Gigabit-Ring, und ja, der läuft zuverlässig. Hauptsächlich ist bei der Uni dort, dass sie 10 Gigabit brauchen, dass die Standorte zusammengewachsen sind und Vorträge bzw. Seminare dann teilweise auch über Videostreaming halt übertragen wird. Dafür brauchen sie auch das 10 Gigabit. Im Mobilfunkbereich sieht man 10 Gigabit insbesondere in dem ja, den Mittelweg so zwischen SGSN und GGSN, wenn man es nicht sagt. SGSN ist Serving GPRS Support Node und Gateway GPRS Support Node ist die GGSN. Das sind im Grunde, kann ich sagen, der GGSN ist der Router zum Internet vom Mobilfunknetz aus. Und der wird gespeist von diversen SGSN. Das heißt, es gibt verschiedene Router noch oder Gerätschaften, die irgendwo im Land stehen, und irgendwo ist dann halt so diese Core-Internet-Verbindung. Dazwischen liegt eine 10-Gigabit-Leitung, wird ein Protokoll gefahren, das GPS-Tunneling-Protokoll, läuft über UDP, im Grunde einfach nur Daten durch die Gegend werfen und ja, werden ganz gut ausgenutzt, die Leitungen. Die sind, ja, oder ich persönlich bin im Grunde jetzt bei jedem Mobilfunkprovider in Deutschland gewesen.
Und die haben alle auch 10 Gigabit im Einsatz. Generell 10 Gigabit ist auch eine Norm, ist die IEEE 802.3ae, seit Juni 2002 ist sie verabschiedet. Ist ein Voll-Duplex-Betrieb, also man kann jetzt nicht irgendwie Half-Duplex auf 10 Gigabit fahren. Es gibt Hersteller, die bieten das an, warum auch immer, ist aber nicht in der Norm drin eigentlich. Und grundsätzlich kann man auch nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufbauen. Das heißt, es ist voll geswitchtes Netzwerk, also so ein 10-Mbit-Hub-Netzwerk, also 10-Gigabit-Hub-Netzwerk ist auch nicht der Fall, gibt es nicht. Das heißt, komplett und wirklich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Ja, und da dementsprechend dann auch komplett kollisionsfrei. Also braucht man keine Rücksicht drauf nehmen, Kollision im 10-Gigabit-Bereich kann es nicht geben aufgrund der Topologie. Kurz noch so ein Zahlen, was heißt 10 Gigabit? Wenn man es mal ein bisschen runterrechnet, es sind 14.880.952 Frames pro Sekunde, die da drüber rasen. Das ist jetzt bei einer Berechnung von 64 Byte pro Frame, also Ethernet, Layer 2 Frame, wenn man irgendwie das ISO-OSI-Modell nimmt. Beim sogenannten Inter-Frame-Gap von 12 Byte, also sind meist nochmal so ein paar Frames dazwischen frei, um die Synchronisation wiederherzustellen. In der Regel wird 12 Byte auch verwendet und ja, viele kleine Frames bedeuten halt einfach auch mehr Frames pro Sekunde. Aber man kann so sagen, Größenordnung immer so zwischen 12 und 14 Millionen Frames pro Sekunde, die drüber rasen. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen vergleicht, ein Heuhaufen besteht ungefähr aus 1 Million Grashalmen. Und wenn ich jetzt bedenke, ich möchte jetzt ein bestimmtes Paket in 10-Gigabit-Bereich rausfiltern, heißt es, ich müsste ungefähr 14 Heuhaufen in einer Sekunde gleichzeitig durchsuchen. Und das sollen die Maschinen halt können. Einsatzzwecke generell für 10 Gigabit generell, was mache ich damit? Oder die Überwachung generell? 10 Gigabit kann man schlecht einfach nur so fahren. Also das heißt, ich kann natürlich hingehen, kann die Leitung aufbauen, aber es ist schwierig festzustellen, ob die Leitungen wirklich alle noch performant laufen. Wenn jetzt irgendwie so eine Leitung mal sich runterschaltet oder vielleicht auch mal nur so einen halben oder ein bisschen Gigabit durchlässt, merkt man nicht direkt, dass die Leitung irgendwie gestört ist. Aus dem Grunde geht man dazu über und misst im Grunde, was die Leitung hergibt. Ist der Verkehr noch dort, diese Leitung nominell haben sollte? Was geht momentan an Durchsatz durch? Habe ich vielleicht auch irgendwie viele Pakete, die nochmal retransmittet werden? Habe ich vielleicht auch Pause-Frames dazwischen? Ist auch immer ganz beliebt, dass dann irgendeiner der Komponenten sagt, so, lass mich mal jetzt in Ruhe, es gibt so ein Pause-Frame, wird dann zurückgeschickt und dann wartet halt die Gegenstelle so ein bisschen, bis die Zielstelle sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Es kann ja der Ausfall von Leitung natürlich auch im Monitoring überwacht werden. Ist die Leitung überhaupt noch da, wenn die komplett ausgefallen ist? Dazu braucht man es auch noch. Netzblockaden. Wie schon gerade sagst du, so, ist das Netz jetzt wirklich das, was es sein soll? Oder wo es gerne auch gesehen wird, ist halt Bereich MPLS, so dieses, wir schicken mal irgendwie die Daten da durchs Netzwerk durch und hoffentlich kommt das hinten irgendwo wieder an. Oder im Bereich halt 3G-Networks, wie ich gerade schon sagte, im Mobilfunkprovider-Bereich, dass die das sehr stark einsetzen. Wie ist generell so eine Monitoring-Umgebung aufgebaut? Kann man sich relativ einfach vorstellen. Also ich habe so ein Production-Network irgendwie, da habe ich meine ganz normalen Gerätschaften stehen, ob es jetzt Server sind, ob es jetzt auch Clients sind, Router, Mobilfunkgeräte, Telefone, was auch immer. Und dort gehe ich dann hin und schiebe das Ganze durch passive Tabs durch oder generell Tabs. Tab, so aus dem Telefoniebereich her gesehen, ist eigentlich nichts anderes als, ich klinke mich mal eben auf die Leitung drauf. Ich habe irgendwie so eine Telefonleitung, nehme einfach mal zwei Kabel, so Analogtelefonie und Hörer und kann einfach mithören, was da irgendwie gesprochen wird. Hier in Deutschland geht es mittlerweile schwieriger, wir haben ISDN mittlerweile oder halt auch irgendwie VoIP. Ein bisschen schwieriger halt mitzulauschen. Ihr kennt es vielleicht auch von Hubs früher oder, ja gut, heutzutage heißt es WLAN. Einfach mitschnüffeln, was so der andere über die Leitung, über den Äther quasi so drüber schiebt. Das Ganze geht auch mit Glasfaser, ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ich klappe mir einfach mal so einen Tab hier raus. Man hat Glasfaser, die kann man durchleiten. Innen drin ist ein optisches Gerät, ein Splitter. Das ist nichts anderes als Physik. Wenn Physik mal aufgepasst hat, weiß, dass es halt einfach so kleine Prismen gibt, die man dazwischen schalten kann. Innen drin wird Licht gebrochen.
Das ist so ein Ratio von 70-30, heißt also, dass ich auf der Originalleitung noch 70% des Lichtes hinterher rauskriege und auf der Schnüffelleitung, die hier oben halt terminiert wird, 30% des Lichtes reicht vollkommen aus, damit die Leitungen noch irgendwie komplett laufen können, wenn sie nicht zu lang sind. Ist auch ausfallsicher, dadurch, dass ich halt keine aktive Komponente da drin habe. Das Licht wird einfach durchgeleitet, auch wenn so ein Maschinchen keinen Strom mehr hätte. Gibt es auch in kleiner, die Tabs. Also wie gesagt, das ist eigentlich nur dieser Splitter, den man bräuchte. Ist nichts Schwieriges. Da kann ich jetzt also mein Produktivnetz drüber leiten, zum Beispiel jetzt irgendwie von meinem Netzwerk selber bis zum Router, und kann die Leitungen dementsprechend dann in so ein Gerät reinwerfen, was dann fürs Data Access Network, mittlerweile so ein Begriff, der ja momentan von ein paar Herstellern versucht wird zu pushen, es ist kein offizieller Begriff, Data Access Network, aber gibt auch kaum was Besseres dazwischen, ja, reingeschoben wird, oder ich könnte auch direkt mit Tools dran gehen. Ich meine, das ist das, was wir vielleicht auch zu Hause schon irgendwie machen, dass wir dann irgendwie einen Wireshark aufmachen und einfach mitschnüffeln, was läuft da gerade. Das sind so Tools, die hinten dran hängen. Das Data Access Network ist jetzt so mehr für größere Netzwerke, für Provider oder sonstiger gedacht, dass dort dann noch ein bisschen Aufbereitung der Daten stattfindet. Ja, Aggregierung der Daten, Replication, Filtering. Grundsätzlich. Ja, auf der Tool-Seite habe ich die Capture-Gerätschaften. Das sind dann irgendwie ja, Geräte, die entweder einfach nur mal so ein bisschen mitschnüffeln lassen, mitlaufen lassen oder auch komplett so Plattenstapel, die mal den ganzen Traffic in so einen Ringbuffer reinschreiben und einfach mitlaufen lassen, um die Daten ein paar Tage, Wochen, wie auch immer vorzuhalten, sodass auch später mal eine Analyse noch drüber stattfinden kann. Ich möchte jetzt in diesem Vortrag weiter nicht mehr so auf diesen vorderen Bereich reingehen, auch nicht auf den hinteren Bereich, wie ich die Daten auswerten kann. Das sind etwas andere Bereiche. Und halt grundsätzlich der Bereich Data Access Network. Was habe ich dort für Möglichkeiten, um die Datenaufbereitung schon etwas besser zu gestalten, um hinterher die Tools zu entlasten, und die Daten auch schneller zu finden. Da gibt es dann, wie ich gerade schon gesagt habe, so mehrere Möglichkeiten, Aggregation, Replication oder Filtering. Aggregation heißt eigentlich nichts anderes, ich nehme mehrere Leitungen und bündel die zu einer zusammen. Ja, das ist immer das Tolle, die Beamer, die haben so schlechte Farben, aber ich denke, man kann es trotzdem sehen, dass man halt einfach mehrere Leitungen sich nimmt und auf eine raufschiebt. Das kann man recht gut machen. So eine ganz normale Netzwerkleitung, selbst Gigabit-Leitung oder sowas, die sind in der Regel, kann man sagen, ja, so 5% Dauertraffic drauf. Man hat mal Peaks drin. Ich habe selten eine Leitung gesehen, die irgendwie zu mehr als 30% dauerhaft ausgelastet ist. Deshalb kann man recht gut hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal 3 1-Gigabit-Leitungen und schiebe die auf eine weitere 1-Gigabit-Leitung, um die Leitung ein bisschen so zu stopfen, zusammenzuführen, um Daten ja, einfach zu transportieren. Wenn man sich das mal vorstellt, man hat jetzt auch ein größeres Netzwerk oder auch von der Fläche her ein größeres Netzwerk, ist das schon eine ganz elegante Möglichkeit, um ja, teure Glasfaserleitungen etwas effizienter auszunutzen. Oder auch wenn ich ein Toolgerät hinten dran habe, kann ich auch einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mehrere Leitungen, schraube die zusammen und schiebe das einfach nur auf ein Toolgerät raus. Dann brauche ich nicht 3 Geräte hinten stehen haben, sondern kann einfach nur ein Gerät haben und das Gerät kann es dann immer noch auswerten. Das Problem bei Aggregation ist die Überbuchung. Überbuchung bedeutet, wenn ich mehr Daten zusammenpacke, als die Leitung, die hinten dran hängt, vertragen kann. Sprich, ich habe jetzt irgendwie auf allen 3 Leitungen einen Peak laufen von, was weiß ich jetzt, irgendwie 800 Mbit. Nominell bräuchte dann hinten irgendwie 2,4 Gigabit, die Leitung ist aber nur 1 Gigabit. Heißt, überbuchen, irgendwie müssen Daten dann weggeschmissen werden. Um das zu vermeiden, kann ich auch schon in diesem Data Access Network hingehen und sagen, okay, ich filter jetzt ein paar Daten raus. Unnötige Daten, die ich nicht brauche, irgendwelche ARP-Daten, weg damit. Irgendwelche Daten von ICMP-Protokollen, brauche ich auch nicht wirklich, weg damit. Irgendwie E-Mail-Verkehr in diesem Fall, bräuchte ich auch nicht, auch weg damit. Sondern ich möchte jetzt irgendwie vielleicht auch nur HTTP haben. Alles klar, dann gehe ich hin und baue mir einen Filter zusammen und sage, schieb mir hinten nur noch HTTP raus, aber aggregiere alles gleichzeitig. Ist so eine Möglichkeit. Man kann es auch auf mehrere Ausgangsleitungen verteilen, so ein Trunking halt im Grunde genommen machen.
dass ich hingehe und sage, okay, ich verteile es einfach auf zwei Leitungen, guck mal, mach einen Round-Robin dazwischen, schieb mal hinten an die Tools raus. Ich kann Replication machen, das ist immer ganz praktisch, wenn ich mal Tools testen möchte oder weitere Gerätschaften habe, um so ein bisschen Ausfallsicherheit zu haben, Datenausfallsicherheit insbesondere. Ich nehme die Daten, die vorne reinkommen und kopiere die einfach. Nichts Schwieriges dabei, kopiere die auf mehrere Gerätschaften hinten raus. Einziges Problem ist die Verzögerung, die dazwischen stattfinden kann. Eine Kopie bedeutet halt aktive Logik. Aktive Logik ist nicht unbedingt immer schnell. Und ich habe auch ein Problem, dass ich halt einfach ja, mehr Ports im Grunde hier benutze, auf dem Gerät selber. Und das heißt, der interne Switch muss auch schlau genug sein, zu sagen, okay, ich schicke jetzt nicht alles über die Backplane hinten, wenn ich nur irgendwie auf diesem einen Port hier vorne eine Kopie haben möchte. Warum soll ich das hinten über die CPU drüber schicken oder generell über die Backplane? Kann ich doch einfach vorne machen. Wenn du halt so Gerätschaften hast, die es ein bisschen besser bearbeiten, warum auch nicht, ist schon ganz praktisch. Man kann auch eine Priorisierung der Datenströme durchführen, ist auch noch eine Möglichkeit, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt die Kopiedaten höher priorisiert haben, als jetzt irgendwelche Daten, die jetzt irgendwo rausfiltern oder sonst wie, ist auch eine weitere Möglichkeit, ist aber nicht so elegant. Ich kann generell auch Datenstrom verkleinern durch Filtern, wie ich schon gerade so ein bisschen anklingen lassen habe, dass man jetzt ja, zwei verschiedene Filtertypen im Grunde verwendet. Allow-Filter, Deny-Filter, brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Allow-Filter lässt halt nur Daten durch, die explizit diesem Filter entsprechen und Deny-Filter schmeißt alle Daten weg, die uninteressant sind, letztendlich. Da habe ich das Problem der Rechengeschwindigkeit. Filter müssen halt einfach berechnet werden für jedes Paket. Und dort ist, denke ich mal, momentan der größte Bereich, warum auch diese Gerätschaften immer noch so teuer sind, um die Logik dahinter aufzubauen, wie kann ich so einen Filter ordentlich berechnen, dass er auch im Strom, der vorbeifließt, ohne Probleme direkt rausgespickt werden kann. Wie das technisch funktioniert, muss ich leider auf einen anderen Vortrag verweisen. Das habe ich extra hier nicht reingebaut. Da gab es auch schon auf Kongress 24C3 und sogar 23C3 Vorträge zu für 10 Gigabit Monitoring. Wie man technisch herangeht, so einen Filter zu schreiben, optimiert und auch zum Einsatz bringt. Ich weiß nicht, wie es genau hieß, aber wenn du 10 Gigabit Monitoring suchst, irgendwie mediaccc.de beispielsweise, finde ich auch die Videos dazu. Dementsprechend, hier ist mehr so jetzt der Einsatz. So, was kann ich machen mit den Filtern? Welche Filter kann ich anwenden? Wo werden sie eingesetzt? Drin stecken in den Gerätschaften ja, letztendlich im Grunde nur zwei verschiedene Typen. FPGA, Field Programmable Gate Array, also letztendlich so eine Liste, Hashtable. Ich habe jetzt hier irgendwie einen Filter, den ich aufbaue und es wird einfach nur gematcht. Und die Daten werden dann dementsprechend rausgeworfen. Oder ein CPLD ist die etwas andere Variante, also Complex Programmable Logic Device, dass ich ja, mir ein Array intern selber zusammenbaue, so gesehen. Gibt es auch schöne Chaos Radio Express Sendungen darüber, wie ein FPGA aufgebaut ist, relativ frisch. Werbung wieder für andere Veranstaltungen, sehr schön. Gut, kommen wir einfach mal darauf, was können diese Gerätschaften heutzutage an Filtern? Ich nehme einfach mal das TCP/IP-Referenzmodell als Grundlage mit den tollen vier Layern, Link-Layer, Internet-Layer, Transport-Layer und Application-Layer von unten nach oben. Grundsätzlich kann man schon sagen, die Filter sind auf allen Schichten möglich. Und Filter bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn ich eine Reduzierung des Datenstroms durchführe, also nicht nur die Reduzierung des Datenstroms, bedeutet aber auch ein Filter, ich kann eine Überwachung des Datenstroms durchführen. Überwachung, herrliches Teekesselchen im Deutschen, zum einen das Monitoring, zum zweiten Überwachung ja, einer Person oder auch der Privatsphäre, um es mal so direkt auszudrücken. Was macht eine bestimmte Person, wie auch immer? Was macht eine bestimmte IP-Adresse? Was macht eine bestimmte Mail-Adresse? Dafür kann ich Filter auch einsetzen. Ja, im Link-Layer, Standardfilter, relativ simpel, MAC-Adressen, ist ja nichts anderes als ein paar Bits, die ich dann irgendwie matche, kann ich ja, eine Source-MAC-Adresse, Destination-MAC-Adresse angeben oder auch komplette Range angeben.
nichts Besonderes. Ich skippe direkt mal weiter. Im Internet-Layer, die Geräte, die ich in den letzten Jahren, ja, im letzten Jahr, sage ich mal, unter die Finger gekriegt habe, die konnten alle sowohl IPv4 als auch IPv6. Dort ein bisschen unterschiedlich, was die können. Im IPv4-Bereich können sie in der Regel halt natürlich Source Address Range und Destination Address oder auch die Range. Oder auch im IPv4-Bereich die IP Fragments herausnehmen, also als Filterregel setzen. IPv6 dann zusätzlich oder austauschbar das Flow Label Field. Und generell im Internet Layer den Ether Type, ganz klar, was ist das überhaupt für ein Typ von Daten. VLAN-ID oder Range, dass ich bestimmte VLANs halt nur rausnehme. Oder auch dieses DiffServe-Protokoll, DSCP-Byte, kann ich auch mit angeben. Ich denke mal, bis zu dieser Richtung ist es noch nichts Besonderes letztendlich. Transport Layer, ja, Protokolltyp, was habe ich da gerade überhaupt für ein Protokoll drin? Source Port oder Number, beziehungsweise ja, Range generell oder Destination Port Number Range im TCP-UDP-Bereich. Auch standardmäßig TCP Control Bit, also das heißt, ich könnte jetzt auch einfach nur alle Synflex raussuchen, wäre auch eine Möglichkeit, rausfiltern. Type of Service, Time to Live, Standardsachen. Was relativ neu hinzugekommen ist, sind jetzt die Application Layer Filter, die recht komplex sind. Da hätten wir aktuell, zumindest bei der Box ist es möglich, bei den anderen noch nicht ganz so stark, Filtermöglichkeiten auf eine E-Mail-Adresse. Das heißt, ich kann eine komplette E-Mail-Adresse angeben und sagen, okay, der komplette Verkehr, der jetzt per POP3 oder SMTP, natürlich unverschlüsselt drüber geht, den holst du jetzt mal raus und schickst du mir auf irgendeinem Port vorne raus. Ich kann eine komplette Domain angeben, ist möglich. Filterregel einstellen, geht mal weg. Oder was jetzt auch drin ist, aktuell ist SIP-Nummer für Voice over IP. Kann ich irgendeine Telefonnummer angeben, ich kann aber auch eine Range angeben. Range heißt in diesem Falle, okay, nimm mal nur die ersten 3 Stellen der Telefonnummer, match die mal, match mal die ersten 5 Stellen, match mal irgendwie ein komplettes Office oder sowas. Das sind alles so Bereiche, die ich angeben kann. Und dann wird halt alles, was so, ja, wenn es im richtigen Bit steht, im Feld, also im IP-Feld oder im Paket, wenn es im richtigen Bit-Bereich steht, wird es dann halt rausgefiltert. Wenn du jetzt ein IP-Paket hast, was irgendwie zum Beispiel noch Timestamps reinbringt, passiert nicht mehr viel. Denn der kann aktuell, können die Maschinen nur auf ein bestimmtes Bit matchen, das an einer bestimmten Stelle steht. Wenn jetzt im Header irgendwie noch Sachen drinstehen, die ein bisschen anders aussehen, irgendwie VLAN oder Quality of Service noch drin ist oder halt wie gesagt gerade so ein Timestamp, dann haben die Geräte auch schon wieder verloren. So schlau sind die doch nicht. Auch genauso, wenn ich SSL verwende, kann ich da auch wieder nichts machen. Also wenn ich jetzt selber einfach meine Daten verschlüssel über SSL, kann da auch nichts mit anfangen, denn diese Daten sind ja auch schon bereits verschlüsselt. Im Gegensatz zu normalen Transportdaten, also den Header von einer E-Mail. Es gibt dann zusätzlich noch zu dem Application Layer Filter Pattern Match Filter. Die kann ich universell einsetzen auf allen Layer. Ich kann ein frei wählbares Bitmuster auswählen. Ich kann jetzt hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt bis zu 16 Byte, die möchte ich matchen an einem bestimmten Offset oder halt auch von vorne ran. Ist relativ simpel einzurichten, aber es ist ressourcenhungrig. Aus diesem Grunde können ja die aktuellen großen Maschinen selber nur 2 von diesen Filtern verwenden gleichzeitig. Sonst sagt die selber auch irgendwann mal, ich will nicht mehr. Ich denke mal, aber das wird in Zukunft auch ein bisschen anders sein. Also, dass sie ein bisschen bessere Logik drin haben, um das Ganze schneller zu verarbeiten. Soweit zum Filtern. Kurzer Ausblick mal auf die Hersteller, was es da gibt. Vielleicht läuft euch selber irgendwann mal so ein Gerät über den Weg, wenn ihr mal über so ein, durch so ein Rechenzentrum durchgeht. Habt euch immer gewundert, was ist das jetzt für ein Gerät? Gut, Hersteller sind wenig auf dem Markt aktuell. Marktführer
die auch recht innovativ sind, also die im Grunde so den Takt vorgeben, in welche Richtung die ganze Entwicklung sich fortschreiten soll. Das ist zum einen Gigamon, das ist auch die Firma mit diesen orangen Boxen, die ich hier gerade mal auf dem Tisch liegen habe. Und zum anderen VSS Monitoring. Die haben beide etwas unterschiedliche Ansätze, wie die herangehen an die Technik. Und bisher habe ich auch nur bei den anderen Herstellern so ein bisschen Abschreiben gesehen. Die haben gesehen, okay, die sind jetzt mit einem neuen Gerät auf den Markt gekommen, müssen wir jetzt auch mal bringen. Sieht man so ein bisschen Zeitversatz, meistens irgendwo im halben Jahr dazwischen, bis die Technik dann halt bei den anderen Herstellern auch so aktuell ist. Andere Hersteller wären NetOptics Director, das Produkt selber, von NU Systems, der Tool Aggregator, oder von Epcon, der Intella-Patch. Wobei der Intella-Patch eigentlich ein, ja, man kann sagen, fast schon irgendwie so Layer 1, Layer 2 Gerät ist. Der kann wenig mit filtern. Der kann ein paar, aber nicht allzu stark. Kurz noch zu Gigamon, die wollte ich jetzt mal ein bisschen herausheben, um auch so ein bisschen mal die Technik zu beschreiben, die da drinnen steckt generell. Also Gigamon selber ist von 2003 die Firma. Okay, Firmengründer sind alle aus dem Analysebereich und sitzen in San Jose, Kalifornien. Das ist auch so San Francisco, die Ecke, Bay Area, Silicon Valley. Die haben ja 2003 schon mit einem Gerät angefangen, was 1 Gigabit-Lösungen konnte und auch 2 10-Gigabit-Port hatte. Dann ist 2007 dieses Gerät rausgekommen, was hier vorne liegt. Das hat hier hinten, na, sieht man jetzt gar nicht, auch blöd. Ich reich's mal rum. Also diese Kiste wiegt knappe 20 Kilo. Ich sage mal Heavy Metal dazu. Ist echt nicht leicht. 4 10-Gigabit-Ports dran, halt mit XFPs einfach. Kann man schnell auch tauschen, was man möchte. Dementsprechend vom Glasfasertyp Multimode, Single Mode. Und vorne so bis zu 20 1-Gigabit-Ports. Das haben die im Dezember 2008 eine Maschine rausgebracht mit 24 10-Gigabit-Ports und 4 1-Gigabit-Ports. Und als ich das Menü durchlas, muss ich irgendwie lachen. So 1-Gigabit wird bei denen als Legacy Support beschrieben. Soweit sind die schon. Die Geräte können komplett Full Line Speed, das heißt, ich kann tatsächlich hingehen und sagen, okay, ich schiebe jetzt hier vorne Datenstrom von 1 Gigabit rein und repliziere den mal auf 19 weitere Ports hier vorne und kriege auf 19 Ports kompletten Datenstrom wieder raus. Das heißt, die Backplane hier hinten kann komplett alles verarbeiten, 4 mal 10 Gigabit plus 20 mal 1, das heißt 60 Gigabit, beziehungsweise die ist ausgelegt auf 64 Gigabit, die Backplane, die sie verarbeiten kann, die ich Daten dann halt einfach mal so kreuz und quer durch die Gegend schieben kann. Das ist auch der Vorteil bei der Maschine, die Ports sind frei wählbar. Also ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt Port 1 irgendwie als Monitoring-Port und als Network-Port, also da, wo das Network reinkommt, und dann irgendwie Port 2 als Monitoring- beziehungsweise Tool-Port, da schiebe ich Daten dann irgendwie raus. Das heißt auch, wenn ich irgendwas fest konfiguriert habe, kann ich da auch von Hand mal eben schnell was umkonfigurieren. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie darauf beschränkt, dass ich sage, okay, ich kann jetzt nur 2 Leitungen überwachen, kann aber dafür irgendwie 20 Gerätschaften hinten anschließen, sondern ich kann die frei wählen hier. Die Dinger kann man auch stacken übrigens, mehrere Gerätschaften zusammen, in diesem Fall so 8 bis 10. Die neuen Gerätschaften könnten dann ja in Kürze bis zu 64 Geräte. Also das heißt, man kann auch so eine Sterntechnologie mit Daisy Chain letztendlich dann aufbauen, dass man 64 Geräte zusammenbauen kann, Filter teilen kann und so weiter und auch Daten hin und her schieben kann, wenn man was Größeres vorhat. Aber unser Staat ist pleite, deshalb glaube ich nicht, dass sie sowas doch brauchen. Sofort. Also innen drin ist ein Chip, Altera Max 2, das ist ein CPLD in diesem Fall, also die etwas advancedere Lösung als der FPGA, ist ein bisschen fixer, speichert auch seine Daten, verliert die nicht. FPGA muss ja bei jedem Reboot quasi nochmal seine Daten nachladen, seine ganzen Tables. CPLD ist halt so, ja, non-volatile letztendlich aufgebaut. Filter werden halt, wie ich vorhin vorgestellt habe, auf allen Layern unterstützt. Gigamon halt so als einer der führenden Produkte konnte man auch gut als Referenz nehmen, was als Filter möglich sind.
Und die Bedienung, ja, CLI oder halt eine Web-GUI. Mittlerweile Web-GUI auf HTTPS-Basis so irgendwie. Relativ neu jetzt drin. Kostenpunkt. Wer hatte gefragt? Du hast gefragt. Kommt drauf an, was du drin haben willst, wie viele Ports. Also so wie die jetzt hier steht, mit den vier 10-Gigabit-Ports, vorne ist ein Demo-Gerät halt, hast ja irgendwie so ein Modul mit ein paar einfachen und ein paar Tabs noch drin. Ja, 45.000 Euro. Die Kisten mit den 24x10-Gig-Ports, halt auch, was du immer noch drin haben willst, letztendlich, ist schon im unteren sechsstelligen Bereich. Also, wenn man es aufschraubt, man guckt rein, denkt man auch so, so teuer. Alles. Googelt mal danach, wie teuer der Altera Mark II ist. Nee, das Teuerste ist, glaube ich, wirklich die Intelligenz einfach dahinter. Das zu schreiben, die Filter möglich, oder wie soll man sagen, die Mathematik, die dahinter steckt, um die Filter, die man in einer ordentlichen CLI beschreibt, dann umzuwandeln auf diese CPLD-Basis, dass der das relativ schnell raushauen kann. Da ist irgendwie die Intelligenz dahinter. Das will ich natürlich gut bezahlen, klar, ganz logisch. Ja, das ist jetzt die kleine Kiste, die ich hier stehen habe auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ist halt die große Kiste mit den 24 mal 10 Gigabit Ports. Jetzt sagt die Uhr, oh, geht noch. Kommen wir kurz zu der anderen Firma, VSS Monitoring. Habe ich auch Gerätschaften dabei, aber leider nicht die 10 Gigabit Lösungen. Die haben wir gerade selber ausgeliehen von der Firma her. Auch 2003 gegründet, interessanterweise. Firmensitz ist in Burlingame, das ist auch drei Orte weiter von San Jose. Bay Area, Kalifornien, tun sie da nicht viel, Silicon Valley irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hängt es mit dem Genuss von irgendwelchen Produkten dort zusammen, dass sie auf so tolle Ideen kommen, solche Gerätschaften zu bauen, weiß ich nicht. VSS steht für Visibility, Stealth and Security, die haben sich aber nicht nur auf die 10-Gigabit-Breite oder 10-Gigabit-Produktpalette beschränkt, sondern haben im Grunde auch ganz normale Tabs im Angebot, so wie ich hier gerade mal kurz gezeigt hatte. Also ganz einfache kleine, einmal zwei Lösungen irgendwie. Ich monitore einfach nur einen Port und schicke ihn auch zwei hinten raus. Filterlösungen bis hin halt jetzt aktuell auch zu den 10-Gigabit-Geräten. Bei den aktuellen Geräten sind die Ports beschränkt frei wählbar. Das heißt, ich habe in der Regel irgendwie so vier Ports, die fest sind, also vier Ports für Eingänge, die fest sind, vier Ports für Ausgänge. Und ab und zu gibt es bei denen dann Gerätschaften, wo zwischendurch die Ports auch frei gewählt werden können. Es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass sie einen anderen Aufbau haben, auch ein anderes Ziel im Grunde oder eine andere Zielgruppe so ein bisschen ansprechen. Die sagen, okay, wenn du etwas anders haben möchtest an den Gerätschaften, wir können sie herstellen, machen die auch. Dass man hingeht und sagt so, ja, ich bräuchte jetzt aber vielleicht nur sechs Ports auf der einen Seite, aber dafür 10 auf der anderen Seite. Monat abwarten, das Ding steht zu Hause. In der Firma. Nicht zu Hause. Die können aber auch genauso Full Line Speed, die Gerätschaften, sind übrigens blau. Also falls ihr da mal sowas sehen solltet, irgendwo im Regal blau diesmal. Ich habe ja immer noch den Traum von einem Regenbogen-Rack. Also was man heutzutage sieht, irgendwie in Serverschränken, das hat ja fast jede Farbe schon angenommen. Vielleicht kriegt man das irgendwann mal hin, doch? Und VSS nutzt FPGA. Ich habe es leider selber nicht nachprüfen können. Ich kann auch nicht sagen, was für ein Chip da drin hängt, da ich keine Maschine aufschrauben durfte, leider. Ist aber die Aussage von einem Techniker. Dem kann man auch soweit vertrauen. Das erklärt auch, warum die Kisten ein bisschen länger zum Booten brauchen, weil sie halt einfach nur die ganzen Tables irgendwie nochmal updaten. Filter generell können die vom Links- und Transport Layer, die haben noch keinen, ja, noch keinen Filter für den Application Layer. Also das heißt, mit den VSS kann man noch nicht Mails irgendwie rausfiltern, man kann auch noch nicht irgendwie ZIP rausfiltern. Es ginge nur, wenn man einen Pattern-Match-Filter schreibt. Also wenn man auch wieder hingeht und sagt, okay, in diesem Bereich match mir mal diese Bits raus und dann schiebt mir das irgendwo hinweg. Den neuesten Geräten war eigentlich auch ganz interessant, sich per Konsole mal irgendwie dran zu klinken, den Bootmanager mal so ein bisschen zu malträtieren.
ich musste das machen, das Ding kam irgendwie ein bisschen verkehrt bei uns an. Ich weiß auch nicht, hat sie wahrscheinlich Schluck aufgekriegt auf dem Flug oder so. Auf einmal poppte da so ein 2.6.18er Linux hoch. So ein Embedded Linux irgendwie drauf. Ich habe vergeblich nach irgendeinem GPL-Aufkleber gesucht. Bitte? Ja, ach, der hat genügend andere Sachen zu tun, Herr Harald. Also ich weiß nicht, ob man das da direkt jetzt irgendwie so draufwerfen soll. Vielleicht kommen die auch noch. Vielleicht kommen die Aufkleber. Ich bin gespannt. Die Gerätschaften sehen dann so aus halt. Ich habe jetzt mal so zwei Produkte rausgespickt irgendwie. So ein 4x24 Distributed Filter. Das heißt, ich habe hier auf der linken Seite vier XFP-Ports dran, wo ich dann die 10 Gigabit-Leitung reinschieben kann. Habe ich hier zwischendurch noch ein paar Ports für 1 Gigabit-Tabs und auf der rechten Seite ein paar SFPs, wo ich 1 Gigabit rausgehen kann. Kann man sich so ein bisschen frei zusammenstellen. Oder auch nur ein komplettes 10 Gigabit-Gerät. Das wären hier 8x8, das heißt, ich kann 8 Leitungen durchschleifen als Tab, also intern auch ein Tab eingebaut und kann die auf der rechten Seite über die XFPs dann wieder rausgeben lassen. Ich kann über ein Webinterface, so eine Web-GUI einstellen, wie ich die ihn gerne hätte. Also welcher Port an welchem rausgehen soll, ob aggregiert werden soll, was ich für einen Filter drauf haben möchte, ist relativ simpel auch zu bedienen an der Stelle. Leider nicht so umfangreich wie Gigamon, aber für die meisten Anwendungsfälle reicht es vollkommen aus. Genug Werbung. Ich will eigentlich keine Werbung machen, es ist nur, damit ihr es mal gesehen habt. Viel interessanter. Ja. Ja. Die haben weniger Filter. Also, soweit ich weiß, können die auch nicht im 10-Gigabit-Bereich arbeiten. Das sind die 10-Gigabit-Firmen. Die können möglicherweise im 1-Gigabyte recht viel machen. Habe ich aber auch noch nicht so viel mit zu tun gehabt, weil ich halt eher wirklich momentan den 10-Gigabit-Bereich abdecke hier. Kommen wir mal zu Beispielen, so Implementationen, die ich kennengelernt habe. Möchte ich jetzt auch keinen Namen irgendwie fallen lassen. Wo sowas eingesetzt wird, aber was ich, wie gesagt, bereits gesehen habe. Grundsätzlich, ja, was viele machen ist, investieren einmal in so eine Gerätschaft, ein paar tausend Euro, um dann ein paar Probes zu sparen. Probes übrigens, also Monitoringgeräte dahinter, diese Festplattenstapel, sind auch alle in dieser Preiskategorie. Also, ob ich mir jetzt irgendwie 5 Probes kaufe und die alle einzeln anschließe oder ob ich mir 2 Probes kaufe plus ein so ein Gerät, überlegt dann heutzutage doch eine Firma schon mal drüber nach, ob es lieber dann ein bisschen aggregiert, die Probes ein bisschen mehr auslastet, um sich das Geld dann irgendwie zu sparen oder auch für die Zukunft ein bisschen größer zu sein. Was andere auch dann machen, stellen dann fest, ach, jetzt haben wir so ein Gerät da stehen, ja, testen wir mal eine Probe von einem anderen Hersteller. Ja, wunderbar, hingehen, sagen, okay, replizieren wir noch irgendwie Daten auf einen weiteren Port, Probe hinten anschließen, Ende. Ich brauche jetzt nicht irgendwie nochmal ein anderes Gerät reinsetzen, was irgendwie Daten kopiert, sondern ich habe halt einfach schon die komplette Technik da stehen, brauche nur ein Kabel anschließen, Probe dran, läuft. Wird auch recht oft eingesetzt. Also ich meine, die Probe-Hersteller, die gehen auch Klinke putzen bei den Providern und versuchen dort natürlich auch irgendwie einen Fuß reinzusetzen. Dementsprechend, boah, wenn man so ein Gerät da hat, kann man direkt schon mal live den Traffic auch sehen und auch live gerne mal sehen, wie so ein Probe abschmiert und das gar nicht hinkriegt. Andere Hersteller, die so Probes herstellen, die können noch keine 10 Gigabit. Gibt es wenige aktuell. Es gibt mal welche, die haben dann so 4 1 Gigabit Ports dran. Und das ist natürlich das Praktische, dass man auch hingehen kann und sagen kann, okay, ich mache jetzt ein Trunking. Also ich verteile die Daten. Lass mir jetzt irgendwie so eine 10 Gigabit Leitung oder 2 reinlaufen, filter ein bisschen raus und lege das hinterher auf 4 1 Gigabit Leitungen und kann es dann wieder auf eine Probe auch hinten rausschicken. Klappt eigentlich auch recht gut. Ist dann halt, ja, auf der einen Seite, um die Kosten wieder zu sparen, eine billige Probe zu kaufen. Also billig. Kostengünstige Probe zu kaufen. Und dann halt so ein Gerät davor zu schalten und es ein bisschen besser zu verteilen. Oder auch für die Zukunft gerüstet zu sein und zu sagen, okay, jetzt haben wir bald eine Probe, die 10 Gigabit kann. Stecke ich mir noch eine Karte rein, lass dann die 10 Gigabit auf der anderen Seite rausplumpsen. Anderes Beispiel ist im 3G-Sektor, also insbesondere im Mobilfunksektor, Third Generation Networks halt, dort die Leitung zu monitoren. So
Es gibt in Deutschland tatsächlich noch Mobilfunkprovider, die ihren kompletten Datenverkehr über ein Gateway rausschicken. Das heißt, man hat dort so eine 10-Gigabit-Leitung, die so mit 2 bis 8 Gigabit pro Sekunde irgendwie bespaßt wird. Das ist ganz lustig, so zu sehen, so die Statistik, wenn man so den Datendurchsatz lässt, so ein Abfallprodukt, der hinten noch rauskommt. Weil die Probes können das einfach mitmessen. Und da sieht man so die Statistik, man sieht so Sonntagabend zwischen 19 und 22 Uhr ist die meiste Auslastung übrigens im UMTS-Netzwerk. Insbesondere aus Ostdeutschland. Ist sehr interessant, die haben dort kaum DSL wahrscheinlich oder Opal-Ghettos oder sowas in der Art. Aber das ist dann auch mal ganz komisch, wenn man bei diesem Provider steht und denkt so, da ist eine 10-Gigabit-Leitung. Wenn ich da jetzt dran wackel... nee. Ja, was die auch machen, ist dann halt Analyse der Daten. Es gibt halt Kunden, die sagen, ja, ich hatte da irgendwie Montag zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr das Problem, dass ich diese und jene Webseite nicht aufrufen konnte. Gucken die auf ihren Probes nach, können halt nachsehen, okay, was ist ihre Handynummer, alles klar, reingetippert, E-Mail oder sonst wie auch immer, wird ja direkt als komplett mitgeschrieben. Und können dann nachsehen, was der aufgerufen hat und was dort irgendwie der Netzwerkverkehr gesagt hat dazu. Ist eigentlich ganz nett, wir haben es mal irgendwie mal gemacht, mal einen Filter reingeschrieben, haben gesagt, so holen wir einfach mal die ganzen Daten raus, die irgendwie zu diesen Telefonnummer passen, beziehungsweise zu diesem ja, Einmalpunkt so gesehen. Ich konnte also meinen kompletten Netzverkehr so mal mitschneiden. Den holt er mir raus. Aus den irgendwie gleichzeitig gerade mal so 4 Millionen eingebuchten UMTS-Kunden holt er sich den Traffic raus. Dadurch, dass halt dieser Provider nur eine einzige Leitung verwendet. Man kann auch bestimmte Daten separat auswerten, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mal den kompletten Netzwerkverkehr von einer Person mitschneiden. Ich habe es auf Test gemacht, die machen das auch offiziell. Was ich ganz heiß fand, das waren so Anfragen von staatlicher Seite. Also das ist jetzt... Wir machen Vertrieb nicht nur in Deutschland. Wir sind europaweit bzw. mittlerweile EMEA-Bereich. Und es gibt tatsächlich Anfragen, wir brauchen deine Lösung, um alle YouTube-Videos mitschneiden zu können. Die haben dort dann irgendwie sowas wie, ja, 3 Gigabit Datenleitung liegen, ganzer Staat, 3 Gigabit Datenleitung liegen und müssen dann mal diese 3 Gigabit irgendwie zusammenschaufeln und gucken, dass sie hinten Daten rauskriegen. Also nur YouTube-Videos zusammenhängt irgendwie. Andere Anfrage war dann, ja, wir müssen mal den kompletten Netzwerkverkehr des ganzen Staates darüber schieben, damit wir dann auch einzelne IP-Adressen rausholen können. Also im Grunde das Gleiche, was der Mobilfunkprovider machen kann, für den kompletten staatlichen Provider. Wenn der Staat klein genug ist. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ganz ehrlich. Was für Anfragen wir noch kriegen werden, das ist so das, was ich bisher so reingekriegt habe. Bitte? Ist das erfüllbar? Ja. Ja gut, in der Bundesrepublik Deutschland, unsere Anbindung, sage ich mal, der ganzen Republik ist, ich glaube, doch schon groß genug, dass die Maschinen das auch nicht mehr können, im Einzelnen nicht. Aber wenn irgendwann der große Clusterverband von 64 Geräten dahin kommt, ich bin gespannt. Also es macht Angst, ganz ehrlich. Also was sie können, die Maschinen, und in welche Richtung es geht. Auch wenn ich jetzt mal so Richtung Ausblick gehe. Ausblick wäre Unterstützung von 40 Gigabit und 100 Gigabit. Also jetzt momentan dieser Draft in Progress, der 802.3BA. Der, ich denke mal, entweder noch dieses Jahr oder nächstes Jahr eingetütet wird. 40 und 100 Gigabit.
da kann ich mal von ausgehen, dass auch nächstes Jahr schon eine Maschine kommt, die es kann. Oder auch nur Ports. Also ja gut, die Backplane muss ein bisschen vergrößert werden, aber die werden sicherlich nächstes Jahr auch schon eine Maschine haben. Generell mehr Ports auf einer Maschine, dass ich mehr Leitungen gleichzeitig überwachen kann. So 24 Ports, 10 Gigabit sind nicht genügend. Ich habe irgendwas so von 96 gemauschelt gehört, irgendwie die Richtung hinein. Oder 384 1 Gigabit Ports, was halt die Backplane hergeben kann. Bessere Filter. Man kann sich noch so ein Daughterboard reinsetzen mit einer weiteren CPU drauf, vielleicht irgendwie auch eine angepasste CPU, die dann Application Layer Filter machen kann, um auch vielleicht auch mehr zu suchen in einem Feld, jetzt nicht zu sagen, okay, das muss genau in diesem Bit stehen, irgendwie die E-Mail-Adresse, sondern dass es vielleicht auch mal verrutschen kann, ein paar Bytes vor, ein paar Bytes zurück, dass sie so ein bisschen mehr Fuzzy Logic halt drin hat. Vielleicht auch Application Layer Filter, um einzelne Kurznachrichten oder sonst was rauszuholen. Im Mobilfunkbereich wäre es natürlich SMS, klar, aber das könnt ihr auf anderen Wegen auch machen, aber ich meine eher so, Twitter. So als Beispiel, dass man es einfach nimmt und mal komplett die Daten rausholt, vielleicht nur von einem bestimmten User sogar, dass man sagen kann, okay, da ist ein bestimmtes Protokoll hinter, XML, was weiß ich, Jabber, also XMPP, genau dasselbe Spielchen, dass man sagen kann, hol mir einfach mal alle Jabber-Nachrichten, die irgendwie über die Kiste drüber rennen, mal raus und schieb die mal zur Seite von dem User. Dafür wäre dann halt bessere CPUs reingebaut oder die ich mir einfach draufstecken kann, so als Daughterboard. Was ich ganz heiß fand, war dann diese SAN-Unterstützung. So, ach ja, SAN, also so irgendwie Festplatten im Netzwerk irgendwo letztendlich. Fährt doch auch irgendwie so 40 Gigabit, 100 Gigabit. Lass uns doch mal dafür was bauen. Sprich, eine Gerätschaft, die einfach zwischengeschaltet wird, so zwischen dem Storage da hinten und der Management-Unit da vorne. Lass doch einfach mal mittracen, was für Daten darauf abgelegt werden. Lass sie uns doch mal, hey, coole Idee, alles in Index reinbauen. Das heißt, ich kann auf einer Webseite suchen, wo meine Daten liegen oder welche Daten liegen, was da drin steht. Hey, cool, der Staat kann das jetzt auch raussuchen oder eine Institution. So in diese Richtung geht es dann noch hinein. Das heißt, dass irgendwie so das Storage komplett abgedeckt wird, und auch durchsuchbar wird und selbst live geschaltet, also live durchsuchbar. Das heißt, ich brauche keinen Index-Dienst mehr drüber laufen lassen, sondern ich hole mir die Daten schon, während sie über die 40 Gigabit vorbeifließen, raus und lege die direkt auf den Index ab. Mit der Möglichkeit aus, auch so Maschinen Daten zu verändern. Das heißt, der sucht sich eine passende E-Mail-Adresse raus, ersetzt irgendwelche Worte und schickt das Ding quasi wieder in den Datenstrom rein? Das macht die Maschine nicht. Noch nicht. Ja, grundsätzlich, das wäre ein Delay wieder. Also so Daten ersetzen ist Delay, du musst die Checksums neu berechnen, das ist auch so ein Problem dabei. Das kostet einfach Zeit. Es gibt Injection-Geräte, ja. Merkst du aber letztendlich im Verkehr. Die sind dann auch gut ausgelastet, halt dementsprechend, was du eingestellt hast. Die Gerätschaften sind eher zum Monitoring, also genau die andere Richtung. Das heißt, Daten aufnehmen, rausschieben oder wegschieben. Soweit zum Ausblick. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Das sind so die kleinen Punkte. Ja, oder vielleicht schon größere, aber ich denke, es wird noch spannend die nächsten Jahre. Ja, soweit mit meinem Vortrag vom Inhalt her. Es war halt kurz eben so generell der Aufbau von Data Access Networks. Was sind das überhaupt für Gerätschaften? Also diese Dinger, die dazwischen stecken zwischen einem realen Netzwerk und einem Monitoring Probe Netzwerk. Dass man jetzt Gerätschaften dazwischen steckt, um die Daten ein bisschen besser aufzubereiten. Was gibt es an Filtermöglichkeiten? Was kann ich für Filter einstellen? Welche Hersteller? Gut, ich hatte jetzt mal zwei rausgespickt, die so marktführend sind an der Stelle. Wo Gerätschaften, so Data Access Switches letztendlich eingesetzt werden, in welchem Bereich, wo auch die Anfragen sind, was sie machen sollen können. Ja, und was uns noch erwartet, gerade der Ausblick, gerade gehört. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir für Fragen noch haben. Wird knapp, ne? Ich schlage einfach mal vor, ich habe hier so ein Maschinchen. Wer irgendwie einen Blick drauf werfen möchte, kann mich gleich unten im Hackcenter treffen, dass ich da hinsetze. Einfach dem Geräusch folgen, wenn zwei Netzteile an sind, sind die laut. ich würde sagen, ich setze mich einfach gleich ins Hackcenter unten rein. Wer irgendwie ein bisschen mal draufschauen möchte, mal sehen möchte, was es kann, kann mich da unten auffinden.
Da können wir Fragen beantworten, würde ich mal sagen.